So, jetzt haben wir eine Gästin verabschiedet und einiges über den Escape Room gehört. Wir haben heute schon viele spannende Sachen irgendwie gehört eigentlich, was man so alles machen kann in der Stadt. Und jetzt haben wir gleich die nächsten Gäste da, die Jungs von Kombüse. Ja, hi, ich bin der Josef. Ja, ich bin der Heiner von der grünen Kombüse. Die grüne Kombüse, genau. Das ist sicherlich auch nochmal wichtig zu erwähnen, ne? Und Anja hat den Link gefunden sozusagen und hat euch eingeladen sozusagen. Anja, vielleicht kannst du nochmal sagen, wie du da drauf gekommen bist. Richtig, richtig. Ich habe Zeitung gelesen. Ach Quatsch. Ja, da stand ein so schönes Bild und ein Text und da dachte ich, Mensch, Podkicker hat immer was noch mit Essen zu tun. Das brauchen wir. Und als ich dann so ringsrum sprach, grüne Kombüse, kenne ich. Grüß die mal schön. Aha. Und unsere nächsten Gäste nachher, die haben auch schon mal in der grünen Kombüse gegessen, davon gehört. Und ganz ehrlich, ich bin das erste Mal in der Zeitung darüber gestoßen. Wo wart ihr vorher? Okay. Wir kommen ursprünglich aus Stelzhagen und haben da gearbeitet. Wie heißt der Ort? Stelzhagen. Ist das in Mecklenburg-Vorpommern? Ja, das ist zwischen Wismar und Lübeck. Ah, okay, also an der Grenze. Das ist so ein vegetarisches Bio-Hotel. Mhm. Und da haben wir uns kennengelernt. Ja, und es hat sich dann so entwickelt, dass wir die Idee hatten, ein gemeinsames Restaurant aufzumachen. Ja, und so ist das entstanden. Das heißt, das ist jetzt schon auf, das Restaurant, die grüne Kombüse? Also wir wollen am 4.7. eröffnen. Ja, das wird ein bio-veganes Restaurant werden in der Altstadt. Und zwar, vielleicht kennen das einige, das ist direkt vor dem Harley-Davidson-Laden, der ist ja schon ganz lange da. Ja, war da mal der Altstadtgrieche drin. Das ist so ein grünes Eckhaus. Der sogenannte Altstadtgrieche. Hat genau. Da ein Grieche zugemacht? Wir hatten ja schon mal die deutsch-griechische Gesellschaft zu Gast und die erzählt uns, dass es in Rostock 16 griechische Restaurants gibt oder so. Das hat mich damals sehr überrascht. Jetzt eins weniger. Ein Grieche weniger, dafür haben wir da ein veganes. Das ist also nicht nur vegetarisch. Vegan, ihr habt noch einen draufgelegt, ja, zu Stelzhagen jetzt. Ja. Und Heiner, ne, steht vor mir mit einem T-Shirt. Ich dachte, er ist Superman, aber nein, es ist ein V sozusagen, was ihn ziert. Könnte das etwas damit zu tun haben? Oder bist du Veterinärmediziner? Nee, das nicht. Das hat auf jeden Fall damit zu tun. Also ich habe auch jetzt seit 3 Jahren einen Blog im Internet, kochsvegan.de heißt der, wo ich so vegane Kochvideos hochgeladen habe und im Zuge dessen habe ich auch angefangen, so T-Shirts zu gestalten, unter anderem halt auch. Nicht schlecht. Das dann, ja. Dreh dich doch mal um, ist hinten auch noch was drauf? Nee, hinten ist nur. Es ist blau. Hinten ist es einfach blau. Nicht schlecht. Ich habe auch natürlich in der Vorbereitung schon mal ins Internet geguckt und ihr habt ja auch ein sehr witziges Video gedreht, wo ihr sozusagen schon mal so ein bisschen euch einleitet und vorstellt. Und da seid ihr auch zu sehen in einer Gaststätte und da habe ich mich gefragt, ist das nicht etwa der Altstadtgrieche? Nee, das habe ich mir nicht gefragt. Ich habe gefragt, sind das die Fritz-Reuter-Stuben? Aber das heißt, da, wo man euch dort sieht, das ist auch das Restaurant. Das ist auch das Restaurant, ja. Würde ja Sinn machen, ne? Auf jeden Fall. Zu dem Zeitpunkt haben wir das noch nicht gemietet, aber wir durften schon ein Video da drehen, damit wir quasi, also das Video war für das Crowdfunding, was jetzt genau. Schon erfolgreich beendet wurde. Und ja. Das ist ja eine tolle Sache auch, genau. Aber das ist ja ein richtig großes Restaurant, richtig ernst zu nehmen mit auch allem, was dazugehört, ne? Ne, wir haben, drinnen sind 45 Sitzplätze, draußen ist nochmal ein kleiner Teil, sind so ungefähr 16 und ja, das ist schon ein bisschen was. Nicht schlecht. Ja. Und 4. Juli, ja, das ist ein Samstag dann, ne? Richtig, genau, nächsten Monat. Mit großer Party? Ja, es wird eine Eröffnungsfeier geben. Mit Musik? Ja, auch mit Musik, mit Live-Musik. Oh. Und ihr seid selber also auch bekennende, ich sag mal, Vegangster, obwohl wir jetzt keine Werbung für das andere vegan machen würden, aber diesen Ausdruck finde ich zum Beispiel sehr witzig. Also ihr seid selber vegan lebende, ernährende Menschen. Ja, genau. Ja. Mit allem, was dazugehört. Genau. Richtig. Okay. Und was seid ihr ursprünglich von Beruf eigentlich? Wir sind beides gelernte Köche. Genau. Richtig, okay, alles klar. Ja, ich jetzt schon seit 10 Jahren ungefähr und Josef hat jetzt vor kurzem gerade seine Lehre im Stelzhagen abgeschlossen. Ja. Quasi auch vegetarisch gelernt. Genau. Aber vegan ist ja nochmal ein Zahn schärfer, ne? Ja. Wobei wir da natürlich größtenteils vegan gekocht haben. Ja. Vegetarisch eigentlich nur, wenn es gar nicht anders ging. Wenn es rein musste oder wenn mal irgendwas weg musste oder so in der Richtung. Cool. Also ich war gerade kurz unten, habe mal geguckt, wie das Wetter so ist. Jetzt ist ja so die Grillsaison geht ja jetzt los. Ne? Die Leute knallen sich die fetten Steaks auf den Grill sozusagen. Da müsst ihr ja auch jetzt irgendwie mit rein, so ein bisschen. Ne? Also grillt ihr auch?
in eurer Freizeit zum Beispiel? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gegrillt habe. Aber theoretisch ist alles möglich. Also ich habe jetzt keinen Garten mehr hier in Rostock, aber wahrscheinlich würde ich jetzt auch grillen demnächst. Oder ich habe jetzt wahrscheinlich schon gegrillt, aber jetzt auf dem Balkon würde es höchstens mit einem elektronischen Grill gehen und das macht, finde ich, auch irgendwie keinen Spaß. Aber es gibt im veganen Bereich durchaus was, was man auch auf den Grill legen kann. Ja, Also ich meine, einerseits gibt es natürlich die ganzen fertig gekauften Tofu-Würstchen und sowas und Tofu-Sticks. Wollen wir bei uns eigentlich auch sowieso nicht anbieten, bin ich auch nicht so ein Fan von, jedenfalls nicht allzu häufig. Aber man kann viele Sachen mit Gemüse machen. Es gibt zum Beispiel diese Fischgrillzangen. Ja. Und da kann man auch super Auberginen und Zucchini-Scheiben marinieren, reinlegen, mit irgendwas füllen und kann die dann so auf den Grill legen. Okay, das ist cool. Eine super Sache auf jeden Fall. Stimmt, also das hat man ja auch schon mal gesehen oder erlebt. Das habe ich auch schon mal probiert. Nicht schlecht. Aber Tofu wollt ihr nicht verbannen? Nein, Tofu wird dabei sein auf jeden Fall. Wir können ja gleich nochmal auf die zukünftige Speisekarte eingehen. Wir sind ja durchaus auch so ein bisschen eine Gourmet-Sendung immer gewesen, also in der Vergangenheit, und hatten ja viele Jahre sozusagen Mademoiselle Inga da, die ja auch in die Richtung auf jeden Fall was gemacht hat und Ayurveda und so weiter. Weiß ich immer noch nicht ganz genau, was es ist, aber ist egal jetzt. Und wir spielen einmal ein Lied, ich glaube von Ketka, und dann erzählen wir weiter. 11.18 Uhr, fast Mittag. Und wir haben zu Gast die Grüne Kombüse, die ab dem 4. Juli lecker veganisches Essen anbietet. Habt ihr ein Lieblingsgericht? Großes Fragezeichen. Das ist eine große Frage. Am liebsten esse ich, glaube ich, also richtig rustikale Gerichte. Also ich sage jetzt mal veganes Gulasch mit Kartoffelbrei oder ja, sowas in der Richtung ist mir eigentlich meistens am liebsten irgendwie, aber... Oder ja, muss ich gleich nachfragen. Veganes Gulasch. Da denke ich, gestern war ich gerade da, habe Fleisch für Gulasch gekauft, den ich heute oder morgen machen wollte. Wie macht man veganes Gulasch? Ja, im Grunde genauso. Also es ist die Grundzüge beim Gulasch sind ja eigentlich nur, dass es da viele Röstaromen entstehen durch das Anschwitzen der Zutaten und durch das Tomatenmark. Und das ist im Endeffekt ja genau das Gleiche. Ja, was nimmst du statt Fleisch? Kann man Tofu nehmen, man könnte auch Seitan nehmen, wir werden wahrscheinlich dann diese Sojawürfel nehmen, die es dann gibt, weil die haben auch wirklich eine, sag ich mal, eine fleischähnliche Konsistenz, wenn die durchgezogen sind, dann kann man das, auch wenn man das nicht weiß, also bei uns wird man es wissen, aber wenn man es nicht weiß, kann man es auch verwechseln. Also es gab auch schon welche, die gesagt haben, das ist eigentlich genau wie Fleisch. Also ich sträube mich ehrlich gesagt immer so dagegen, dass man Fleischersatz macht. Warum kann ich vegan sein und ja überhaupt keinen Bezug zum Fleisch sozusagen haben? Warum ersetzt man das überhaupt? Ja, es geht ja um Geschmack, ne? Also man vegan ist ja eine Entscheidung, die man meistens aus Tierliebe trifft oder dass man halt diese Massentierhaltung nicht mehr unterstützen möchte. Und aber hat einem ja trotzdem geschmeckt. Also das war ja trotzdem lecker, was man vorher gegessen hat. Man war geprägt, ne? Man ist auch geprägt, genau. Und das kann man natürlich auch mit veganer Kost, also in fast allen Bereichen eigentlich nachmachen, sozusagen. Ja. Das finde ich schon spannend, doch. Also sowas auszuprobieren. Was macht ihr in den Gulasch noch rein? Wenn man nur so Interesse, weil ich ja, wie gesagt, dieses Wochenende noch einen machen wollte. wahrscheinlich Pilze, Zwiebeln. Ja? Pilze geht übrigens. Auch im Vegan. Also so normal Pilze gesammelt. Sind ja Pflanzen. Ja, genau. Oder Pilze halt. Organismen. Möhren. Habe ich. Dann mit Rotwein und Sojasauce löscht das meistens ab. Ja, und der Rest ist Variation. Da kann man noch Gewürze nach Belieben. Ja, macht ihr auch Paprika rein? Paprika kann man auch reinmachen, genau. Paprika ist auch noch. Okay. Finde ich jetzt für den Geschmack relativ wichtig, so. Ja. Gulasch. Ja, oder Paprikapulver geht im Endeffekt auch. Ja, tolle Sache. Also ich sehe das schon vor mir liegen. Erstens werden wir natürlich vorbeikommen müssen. Ja, hoffentlich. Und Susi wohnt ja auch um die Ecke. Und Anja weiß ich noch nicht genau, aber das kriegen wir noch raus. Und vielleicht kriegen wir dann ja auch nochmal irgendwann in der Zukunft im Sinne einer zweiten Einladung nochmal so ein Feedback, wie es angelaufen ist und was so passiert. Wie sieht es aus mit Kultur? Irgendwie so oder Event, wie man es so nennt heute? Also wir planen auf jeden Fall ein kulturelles Angebot. Haben eine kleine Bühne und im Prinzip soll es sowas wie Vorlesungen geben, kleinere Musikvorstellungen, Poetry Slams, sowas in die Richtung. Cool. Was für Musik wird beim Essen laufen? Da haben wir es noch gar nicht so festgelegt. Also ich weiß, was beim Griechen damals lief. Oh. Ungefähr. Lass mich auch vorstellen.
Nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, man muss beim Essen ja keine Musik hören. Man kann aber. Ne? Ja, ihr habt ja auch Musik mitgebracht, ne? Wir haben schon Ketka gehört. Dann haben wir noch ausgewählt Smashing Pumpkins. Also von mir aus können wir jetzt einfach abspielen. So, wir müssen ja die Zeit zwischen den Liedern immer ein bisschen nutzen. Und es waren beides Wünsche auch von den Jungs, Smashing Pumpkins und davor Ketka. Und wir haben so ein bisschen erzählt über so die Lebenseinstellung von Menschen, die das auch auf ihre Ernährung übertragen. Und Anja hat es auch schon thematisiert. Wie lange seid ihr jetzt schon selber sozusagen bekennende Vegetarier oder Veganer? Ihr könnt nacheinander sprechen. Ja. Ich bin jetzt seit fast 7 Jahren Vegetarier und davon 3 Jahre vegan und habe durch ethische Gründe damit angefangen. Und hast du es auch gemerkt, so für dich, hat sich was verändert in deinem Lebens- oder Körpergefühl? Ich habe abgenommen. Okay. Aber sonst, also so viel am Anfang erstmal nicht. Und Mangelerscheinungen, die ja immer wieder diskutiert nicht werden? Vorhanden. Eher im Gegenteil. Okay. Viel leistungsfähiger. Ja. Also es gibt nichts, wenn ich mich vegan ernähre, was mir fehlt nach, sagen wir jetzt mal, 7 Jahren oder so. Es wird ja für Kinder zum Beispiel nicht unbedingt empfohlen, vegane Ernährung. Das Einzige, worauf man wirklich achten sollte, ist Vitamin B12. Ja, zum Beispiel. Ja. Und das ziehst du woher jetzt? Das gibt's in Supplementform. Ja. Hm. Wobei wiederum muss man nebenbei erwähnen, dass die Tiere aus der Massentierhaltung auch nicht mehr haben. Kriegen das B12 auch bloß zugesetzt durch das Tierfutter. Also im Endeffekt nimmt man es dann auch durch Supplemente auf, bloß halt durch 2 Wege mehr. Hm. Ja. Und das Eisen selber, das ist ja kein Problem eigentlich, ne? Also was man jetzt aufnehmen müsste. Das ist ja das B12. Hat doch genug Eisen, eigentlich ist da genug Eisen drin, ne? Ja. Ja. Okay. Und Heiner, bei dir, wie ist deine Biografie zum veganen Leben? Ja, ich bin jetzt seit 3,5 Jahren ungefähr vegan und seit 4,5 Jahren vegetarisch. Also es ging ziemlich schnell, dieser Umschwung sozusagen. Ja, das Vegetarische war so mehr oder weniger gezwungenermaßen, weil ich in einem Seminarhaus gearbeitet habe, das einfach komplett vegetarisch war. Und das Vegane kam dann ein Jahr später, als ich mich dann einfach mit diesem Thema Thema Massentierhaltung und so weiter einfach mehr auseinandergesetzt habe. Ja, also aus ethischen Gründen im Endeffekt. Ich glaube, es ist relativ wichtig, vielleicht auch auszudrücken, also das Restaurant spricht ja jetzt nicht Hardcore-Veganer an oder so, sondern ihr wollt ja eigentlich die Vielfalt an Restaurants ein bisschen erweitern. Ich hatte es schon gesagt, 16 griechische Restaurants oder so, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf. Das heißt, ihr sprecht auch Leute an, die einfach mal so sich ernähren wollen, die gestern vielleicht noch grillen waren und heute mal was anderes ausprobieren, was man ja so im Volksmund auch als Flexitarier oder so darstellt. Ihr seid also nicht so, dass ihr vorne guckt, ob jemand wirklich vegan jetzt nur, sondern ihr bietet das einfach an, richtig? Ja, also der Hauptgrund, weswegen man zu uns kommt, ist eigentlich, dass man einfach lecker essen will. Und das ist natürlich vegan und pflanzlich und dann auch gesund ist. Das ist dann, ich will nicht sagen nebensächlich, aber es ist nicht der Hauptgrund, weswegen man jetzt zu uns kommt. Also ich sag mal, man kommt jetzt nicht zu uns, um abzunehmen, sozusagen, sondern einfach eher, um genussvoll etwas zu essen. Und mit den Gerichten werden wir da auf jeden Fall auch, wie schon gesagt, verschiedene Geschmäcker ansprechen, also jetzt mit dem Gulasch eher rustikal und dann gibt es halt auch leichte Salate, Gemüsegerichte, Suppen, sowas in der Richtung, die einfach, ja, ein bisschen leichter sind. Bier und Zigaretten? Bier auf jeden Fall. Zigaretten kann man gerne selber mitbringen und dann auf unserer Terrasse draußen rauchen. Auf eurer mit Warnow-Blick ausgestatteten Terrasse sozusagen rauchen. Sozusagen. Schön, also das beißt sich nicht. Das geht auch. Also auf auch jeden Alkohol. Fall. Also. Mhm. Oder habt ihr Bio-Weine, sowas? Oder ach genau, Bio-Weine wird es auch noch geben. Dann halt Limonaden, Säfte, Kaffee. Also guten Bio-Fairtrade-Kaffee wird es geben. Und ja. Toll. Smoothies, genau. Ach, am wichtigsten, Smoothies, ganz vergessen. Ja, also grüne Smoothies werden auch dabei sein. Mhm. Ja. Cool. Für jeden was. Und preislich, sag ich mal, normales Gericht, so wie jetzt in der, wo kann man sich darauf einsiedeln? Ist es jetzt, sag ich mal, hochpreisig am Ende? Oder, das ist natürlich schwer zu sagen immer, ne? Mein Lieblingsrestaurant liegt 2 Straßen weiter, Albert und Emil, da ist man eher über 20 € los pro Person, würde ich denken.
Aber jetzt, wenn du so einen Gulasch beschreibst, fand ich jetzt irgendwie interessant. Was kostet sowas so als Gericht? Also genau wissen wir es noch nicht, was es kosten wird, aber es wird auf jeden Fall im bezahlbaren Bereich liegen. Also 20 Euro pro Person wäre schon, müsste eigentlich schon mit Dessert Getränk. Und, ja, mit Getränk. Ja. Und Getränk und Dessert sein oder so. Okay. Also, und wir wollen ja auch eine Mittagskarte anbieten. Es gibt ja sehr viele Büros und richtig. Sowas in der Umgebung. Und da wird es auf jeden Fall auch günstigere Gerichte geben. Also das ist, zwar Bio, ist ein wichtiger Punkt. Es ist zwar Bio, aber es soll trotzdem auch bezahlbar sein im Endeffekt. Wie lange wollt ihr denn geöffnet haben oder was sind eure angestrebten Öffnungszeiten? Also momentan streben wir an, so 6 Tage die Woche zu öffnen. Ob wir jetzt Montag oder Dienstag Ruhetag machen, haben wir uns noch nicht ganz Montag geeinigt. Machen alles, voll langweilig, finde ich. Ja, ich weiß, deswegen wollten wir gerne Dienstag machen. Finde ich und, auch besser. Ja, wahrscheinlich wird es wochentags so eine Mittagszeit geben, also von 11 bis 14 Uhr, wo wir geöffnet haben. Und dann nochmal ab 17 Uhr bis 22 Uhr und am Wochenende dann durchgängig bis abends. Halt. Okay, alles klar. Ja, schön. Schön, ja. Genau. Unsere nächsten Gäste stehen schon wieder vor der Tür, Marc. Ach du heiliger Schreck. Und ja, ihr habt aber noch einmal Musik mitgebracht, ne? Wie am Fließband. Tenacious D. Kann man dazu was sagen? Ich mag die einfach gerne. Ist das, Hip-Hop? Hip-Hop? Nee, nicht ganz. Es ist eher Rock. Rock, alles klar. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich würde mich freuen, wenn wir schon mal so anvisieren könnten, euch vielleicht in 6 Monaten oder so nochmal einzuladen, gucken, wie es angelaufen ist. Vielleicht auch sehr ein gerne, bisschen Werbetrommel rühren und so weiter. Und vielleicht auch nochmal ein Gericht. Man kann auch mal, dass man hier im Podcast darüber redet, was ihr so, wie gesagt, wie ihr es zubereitet oder was weiß ich, so eine Idee auch. Ne? Dann sagen Leute, okay, wir kommen oder nicht. Oder ich probiere das mal aus. Und schön, dann hören wir jetzt noch Tenacious D und wünschen euch ein schönes Wochenende. Jo, danke. Dankeschön. Euch auch. So, das Lied, der Anfang klang schon nach vegan irgendwie. Und aber unsere veganen Freunde sind jetzt losgezogen und bauen weiter an ihrer Kombüse sozusagen. Wir sind vegane Kombüse, muss man sagen. Wir sind total gespannt in der Grubenstraße und die nächsten Gäste sind schon da. Das geht heute wie das, fällt mir jetzt auch nicht ein. Und Anja kann es vielleicht mal vorstellen.